Ja, mal sehen. Möchte ich noch nichts versprechen oder irgendwas sagen, weil weiß ich nicht, ob die da Bock drauf haben, weiß ich noch nicht, ob das überhaupt alles funktionieren würde. Aber nichtsdestotrotz, das ist auf jeden Fall die große Ankündigung für dieses Video. Und ich sage jetzt, an welcher Stelle im Video das ungefähr sein wird. Und zwar um die 9 Minuten. Geht da auf jeden Fall mal hin, weil das wird das Intro. Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minutes Quads. Wir sind am Start, die 15. Episode mit Weekend League Rewards heute wieder. Wer die sehen möchte oder was ich gezogen habe, der guckt auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung. Da ist ein Link zum letzten Video. Meine Vorbereitung für die Weekend League findet ihr auf meinem Kanal. Und ansonsten geht's heute los und ihr seht schon, das Video anzugucken lohnt sich, denn wir haben da noch einiges gemacht und Roberto Carlos steht auf der Linksverteidigerposition, nicht umsonst. Also checkt das auf jeden Fall mal aus und ich würde sagen, wir starten rein in 7 Minutes Quad für die heutige Episode. Letzte Episode war relativ erfolgreich, Team war nicht so krass, aber es war trotzdem gut. 4-2-3-1 wird heute unsere Formation sein und das liegt ganz einfach daran, beziehungsweise das ist auch ein Grund, warum ich den besten Spieler nicht mit in dieses Team reinnehmen werde, den ich gezogen habe. Es gibt aber auch zwei andere Gründe und zwar, dass ich Roberto Carlos verwenden möchte, ganz einfach auf der Linksverteidigerposition, einfach quasi als quasi Willkommensbegrüßungsgeschichte. Wie auch man das nennen möchte. Und zum anderen daran, dass ich sowohl bei Yi als auch Di Maria, jetzt habt ihr einen Spoiler, verkauft habe. Das war irgendwie nicht ganz richtig nachgedacht. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Aber auf jeden Fall wird der Sechser auf der anderen Seite dann Nemanja Matic werden. Wo auch immer der jetzt gerade ist. Da ist er. Gut. So, das sind die beiden Spieler, die wir für diese Episode haben. 7 Minuten ist wie immer unsere Zeitvorgabe. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, lasst einen positiven, inspirierenden Kommentar da. Das würde mich mega freuen und super motivieren. Glaubt mir, das ist schöner als alles andere auf der Welt. Und dann würde ich sagen, legen wir los in 3, 2, 1 und go. Ihr könnt natürlich auch gerne bei IG Vault vorbeischauen. 6% aber eure Coins, Viewer Points, PSN und Microsoft Guthaben mit dem Code MAXGAMINGTV. Dazu Instagram, Twitter. Gerade Instagram würde ich auf jeden Fall mal abchecken. Twitter auch, wenn ihr bei der Weekend League dabei sein wollt, wie meine aktuellen Entwicklungen so sind. Ich denke mal, das lohnt sich schon für den einen oder anderen von euch und das würde mich natürlich auch sehr freuen. Wir packen Nastasic in die Innenverteidigung. Das wird der erste Spieler sein, mit dem wir hier weiter fortfahren. Rechtsverteidiger gibt es dann Serben Basta, ne? Genau, gut. Dann sind wir damit schon mal versorgt und haben dafür eine ziemlich coole Kombination, weil damit ist Matic ein bisschen kreativer verlinkt und nicht einfach nur mit den Man United-Spielern. So, hier können wir in der Bundesliga weiterarbeiten. Mal sehen, wie wir das machen. Erstmal brauchen wir einen Zehner, der Matic noch verlinkt. Oder natürlich, ja gut, einen Serben. Da könnten wir Tadic benutzen tatsächlich. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen will. Vielleicht nehmen wir auch einen von Man United. Ein Ibrahimo. Oh, ein Ibrahimovic. Ein Ibrahimovic wäre natürlich nice. Ist kein Serbe, aber den habe ich, ja. Den müsste man natürlich in die Mitte stellen. Aber, oh. So, aber das wäre auf jeden Fall mal eine Maßnahme. Die Sache ist nur, Schweden ist natürlich jetzt nicht die allerkrasseste Nation. Forsberg wäre ganz cool, aber ja, Toivonen, na gut, Toivonen ist auch langsam. Marabati habe ich da gerade gesehen, ist auch langsam. Guidetti ist leider Gottes auch langsam. Kiese-Thelin ist auch langsam. Anderson ist, naja, Mittelstürmer, zentrales Mittelfeld. Naja, Außenbahnspieler können wir vergessen. Zentrales Mittelfeld, Källström ist auch langsam. Schweden ist eine sehr, sehr langsame Nation. Schleichen die eigentlich oder leben die auch? Gut, wir nehmen Forsberg. Das heißt allerdings auch automatisch, dass wir Nastasic nicht verwenden werden. Ganz einfach, weil wir die Liga jetzt schon haben. Aber ich weiß jetzt auch nicht pauschal, ob es in irgendeiner anderen guten Liga oder in irgendeiner Liga allgemein noch einen vernünftigen serbischen Innenverteidiger gibt. Das müssen wir jetzt mal rausfinden hier. Ach, Ivanovic. Ja, Ivanovic ist eigentlich eine gute Option, oder? Das gefällt mir eigentlich. So, das Ding ist, wir brauchen natürlich jetzt noch einen schwedischen Stürmer. Ja, und da jetzt irgendeinen zu finden, der halt eben Forsberg verlinkt, pff, weiß ich nicht, ob das so einfach ist. Oder wir machen es halt noch ein bisschen anders, als ich es eigentlich geplant habe. Ein Bundesliga-Stürmer gibt es aus Schweden. Ah, doch, Rigotta. Naja, das ist jetzt nicht so krass, aber es verlinkt auf jeden Fall Ibra und von daher passt das. Jetzt gehen wir hier hin, gehen in die Premier League wieder, weil wir müssen ja Ibra noch weiter verlinken und suchen einen Zehner. Was habe ich da Schönes? Sigurdsson, Jesus. Oh, Lanzini. Lanzini ist momentan im Hype. Mal sehen, ob der zu Liverpool geht oder zu... Irgendwo war der auf jeden Fall im Gespräch. Die Sache ist, jetzt brauchen wir einen Sechser und zwar entweder einen von West Ham oder einen Argentinier. Argentinier gäbe es mit Pereira. Oh, was? Ich bin schon wieder einen Schritt weiter im Kopf, ihr merkt das. So, West Ham, da gäbe es halt Obiang, genau, oder Kouyaté.
Zentrales Mittelfeld, was haben wir da Schönes? Noble, Fernandes, das ist nichts zu Krasses. Zentral Offensiv hast du wahrscheinlich keinen, den auf 6 stellen kannst. Nö, allgemein hast du da nichts. Und ja, Aubameyang. Okay, wir merken uns mal Senegal und Spanien und Argentinien. Und jetzt suchen wir in der russischen Liga einen Innenverteidiger. Das ist theoretisch möglich. Ich weiß auch, dass es Navas gibt. Navas wäre der Spanier, den wir benutzen könnten. Dann könnten wir Aubameyang einbauen, beziehungsweise Aubameyang in Form. Aber vielleicht haben wir da eine bessere Variante, weil Navas ist nicht der allerschnellste mit 45 Tempo. Mamana ist hingegen nicht so langsam. Spielt dummerweise allerdings bei Zenit. Was mir natürlich einen Strich durch die Rechnung macht. Senegal. Wir gucken mal ganz kurz einfach in der manuellen Suche. Sonst vielleicht machen wir es auch. Vielleicht, weiß ich noch nicht. Ich habe noch keine Ahnung, was ich sagen will. Gut, das gibt es schon mal nicht. Salomon wird es wahrscheinlich geben. Argentinien. Mamana, okay, das fällt weg. Spanien, Navas. Ja. Was haben wir denn noch für Sechser in der Premier? Was haben wir allgemein für Innenverteidiger in der russischen Liga? Damit wir mal schauen. Natürlich haben wir einen Schweden mit Granqvist, aber den werden wir nicht benutzen. Kroatien, das ginge theoretisch, haben wir einen Sechser? Nee, Taski. Ein deutscher Sechser aus der Premier League sollte normalerweise kein Problem sein. Wir gucken einfach mal kurz nach, ob wir das irgendwie so gedeichselt bekommen. Da müsste ich nämlich normalerweise, beziehungsweise da gibt es natürlich Emre Can, und den mit einem Liverpool-Spieler dann zu verlinken, oder Gündoğan gäbe es auch, aber Can ist besser, weil Can hat 78 verteidigen. Da müsste man natürlich jetzt noch einen Liverpool-Spieler nehmen. Liverpool, zack. Da brauchen wir keinen aus Deutschland, sondern einfach nur ein ZOM. Lallana beispielsweise. Okay, Lallana ist anscheinend ZM. Firmino wäre auch eine interessante Variante. Oh, Wijnaldum. Ah, nehmen wir jetzt Aubameyang. Ja, nee, wir nehmen das hier. Die Variante gefällt mir besser, weil erstens ist Aubameyang gut. Aubameyang ist vielleicht gleich stark wie der overpowered Can, aber Navas ist einfach deutlich schlechter als Taski und ich will Spiele, will ein Team haben, das ich spielen kann. Beziehungsweise eins, das halt eine vernünftige Bewertung am Ende bekommen kann. Und das wäre mit Navas nicht unbedingt gegeben. Zugegebenermaßen ist es auch nicht mit den Torhütern gegeben, die in der russischen Liga so rumlaufen. Aber ich denke mal, wir können mit Kristjuk gehen. Und damit sind wir fertig. 1 Minute 36 vom Ende, das heißt, wir haben einen Auswechselspieler theoretisch. Ja, Kristjuk ist... Akin Fejev ist halt schon... Ja... Das hätte jetzt keine... Das war wahrscheinlich unter 30 Sekunden, deswegen lassen wir das mal so. Gut, Rigotta im Sturm ist das einzige Negative. Ansonsten finde ich das Team gar nicht so schlecht. Wir haben 1, 2, 3, 4 Ligen und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nationen. Das ist, denke ich mal, ordentlich. 4 Ligen, 6 Nationen, das kann man so machen. Es gibt übrigens eine Überlegung, Freunde. Und jetzt kommen die Big News. Ich möchte, dass ihr mir Vorschläge macht. Ich möchte, dass ihr mir YouTuber vorschlagt. Im Idealfall Leute, mit denen ich verstehen würde. Leute, denen ihr glaubt, mit denen würde sich Max verstehen, mit denen oder deren Content würde Max auch gefallen. Es können auch kleinere YouTuber sein. Irgendwelche, vielleicht habt ihr einen Lieblings-YouTuber. Chan ist nicht Nolings Wasted. Ich krieg's kurz. Wir dürfen nicht wechseln. Ah, warum sehe ich das denn jetzt erst? Ich bin so ein Fisch, ne? Naja, egal. Auf jeden Fall schreibt mir in die Kommentare Leute, die ihr, wo ihr glaubt, die könnten mir gefallen oder können mir sympathisch sein, die guten Content machen. Vielleicht auch kleinere YouTuber, die nur ihr kennt oder wo ihr denkt, der verdient mal einen Push. Ich weiß, ich kann jetzt nicht so viel bewirken, aber vielleicht ein bisschen was. Und die schreibt ihr mir in die Kommentare und dann werde ich mir Leute raussuchen und die werde ich anschreiben und dann werden wir ein 7-Minute-Squad-Battle machen oder andere Videos. Ihr habt nämlich mir in die Kommentare geschrieben, dass ihr Interaktion wollt mit anderen YouTubern. Ihr wollt diese Battles. Ihr wollt das einfach. Das ist ja allgemein der Riesentrend in Deutschland. Und ich werde das machen. Aber ich werde das auf meine Art und Weise machen. Und ich bin gespannt, was neben den 7 Minutes Quads noch so bei rumkommt. Auch dazu könnt ihr Serienvorschläge gerne in die Kommentare schreiben. Weil ich denke mal, dass man da relativ viel machen kann. Vielleicht wird es irgendwas auch noch mit größeren YouTubern geben. Ich kenne die ja theoretisch, so ein Schlappi, so ein Hansus. Mal sehen. Möchte ich noch nichts versprechen oder irgendwas sagen, weil weiß ich nicht, ob die da Bock drauf haben. Weiß ich noch nicht, ob das überhaupt alles funktionieren würde. Aber nichtsdestotrotz, das ist auf jeden Fall die große Ankündigung für dieses Video. Und ich sage jetzt, an welcher Stelle im Video das ungefähr sein wird. Und zwar um die 9 Minuten. Geht da auf jeden Fall mal hin, weil das wird das Intro. Nice.
Wir spielen gegen einen Menschen mit Regensburg-Wappen und, oh ja, alles klar. Er hat Stones, er hat Inform Neto, Savage Walker, Philippe Luis, Saul Niguez, das ist, glaube ich, Inform, Fernandinho, Paulinho, die Squad-Building-Challenge, Cavani-Karte, Fekir und Mbappé. Das Team ist definitiv stark, nicht nur links wasted, aber trotzdem Hybrid, das kann man auf jeden Fall so machen, auch wenn die Spieler keine Chemie haben. Das wird auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit. Mal sehen, ob unser Team gerade Regotta da mithalten kann. Grundsätzlich denke ich mal, dass die Teams... Gut, seins ist schon besser. Allerdings habe ich Roberto Carlos. Das habe ich gerade irgendwie ein bisschen verdrängt. Zwei 88er-Karten. Er und... Oh, das ist Regotta. Ich dachte, das wäre Ibra. Naja. Ah, oh, Elfmeter, ich dachte gerade schon, was ist denn jetzt los? So, alles in Ordnung, Ibra vergibt die Chance halt, aber es gibt Elfmeter, weil Saul, nachdem der Ball schon weggepasst war von Regotta, einfach mal dazwischen geht und dementsprechend hat jetzt Roberto Carlos die Chance in seinem ersten Spiel für mich direkt mal zu treffen und das macht er auch sehr schön, Roberto Carlos mit dem 1:0, 15. Minute. Ach, so kann das doch losgehen mit uns beiden. Und da ist das erste Eigentor von Roberto Carlos. Abgefälschter Ball. Wäre vielleicht auch so reingegangen von Cavani, aber sah jetzt nicht so gefährlich aus. Ich glaube, den hätte... andere Richtung. Komplett andere Richtung. Wahrscheinlich wäre auch so drin gewesen. Aber geil. Roberto Carlos mit dem... Ja, okay, war schon Cavanis, aber schon irgendwie auch ein Eigentor, weil war halt komplett von ihm abgefälscht. Mal sehen, ob wir direkt antworten können per Anstoßglitch. Oh, macht das Roulette halt nicht. Ist okay, habe ich auch nicht gedrückt. Nein, nein. Oh Gott. Ja, das hat ihn anders verdient. Das so ein dummer Fehler. Aber kann man, ja, doch, kann man was machen. Kann man das nämlich komplett anders machen. Paulinho mit dem Tor. Der ist ja allgemein sehr torgefährlich dieses Jahr. Aber, ach, das ist so bitter. Warum lasse ich mich dann jetzt hier irgendwie noch... Schön gespielt von Ibra. Oh, und wer ihn da halt umsetzt, den daneben. Den kann man durchaus mal machen, mein Freund. Aber okay. Ja, war schwierig. Neto war schon schnell da. Ich würde übrigens kein Problem damit haben, grundsätzlich gegen das Team zu verlieren. Ich habe nur was prinzipiell dagegen, gegen Gegner zu verlieren, die keine Chemie haben. Das ist für mich immer so, ah, dieses Spiel sollte so nicht sein. Ach, das ist bitter. Das ist wirklich bitter, dass er den auch daneben grätscht und nie aufs Tor bringt. Oh, warum ist das eigentlich kein Foul gewesen? Jetzt Ibrach. Oh, was ist das denn, Alter? Digga, komm schon. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wohin? Das ist so ein einfaches Finish. Und es war ernsthaft so, dass man den reinschieben kann. Ja, den muss man nicht jetzt irgendwie 10 Meter hochhauen. Zumal er hat 10 Chemie. Ja, ich wollte gerade sowieso sagen, das Problem bei dem Team ist nicht mal zwingend die Defensive. Der Gegner ist auch offensiv, ehrlich gesagt, echt nicht schlecht. Das Problem, oh, ich habe zum Center weggeswitcht, das war ein Fehler. Oh, guck mal, wie langsam Barsch da ist. Guck mal, wie langsam er auf den ersten Metern ist. Er hat sich gar nicht bewegt. Hat ihn gar nicht gejuckt, dass er irgendwie am Ball ist. Das Problem ist eindeutig die Offensive, beziehungsweise, das kann man noch genauer ausmachen, das Problem ist eindeutig Branimir Regotta, weil der halt, der ist halt der einzige Stürmer und der macht das Team halt so viel schlechter. Einfach, weil er so schlecht ist. Ist gar nicht böse gemeint. Er hat auch nur ein 72er Rating und dementsprechend sollte man auch nicht zu viel erwarten. Tue ich auch gar nicht. Aber das ist halt wirklich ärgerlich. Ja, und den mal, ey, Ibrahimovic, das ist der Wahnsinn, der macht nur Traumtore, der Kerl, das kannst du keinem erzählen, das Ding war so einfach und der hüpft und der macht trotzdem mit Finesse in Winkel aus 18 Metern, ah, schön, freut mich. Ich hätte Ibra mit zwei Premier League Spielern und Forsberg verlinken können, dann hätte das funktioniert mit NLW, theoretisch, auf 6 irgendwie... Dämme und dann Taski. Ja, so wäre es gegangen. Hauptsache, darüber mache ich mir jetzt Gedanken, weißt du? Das wäre so lächerlich gewesen. Vor allem, das... Warum ist Son jetzt plötzlich... War Son die ganze Zeit schon da? Nee. Oder? Nee. Nee. Es wäre so lächerlich gewesen, vor allem, weil ich habe halt Chan gesteuert. Also, hätte ich gerne. Ich habe ihn in eine andere Richtung gelenkt. Ich wusste, dass der Ball nicht so lang werden würde, wie er da stand. Aber er ist natürlich einfach dumm stehen geblieben, sodass er niemals rankommen könnte. Ach, naja. Komm, Regotta, dein großer Auftritt. Branimir Regotta, er macht ihn tatsächlich. Mit rechts, mit dem schwachen Fuß. Juckt ihn gar nicht, macht er trotzdem. Erste Aktion, erster Abschluss. Na, zweiter Abschluss. Zweiter Abschluss.
und den Lupf da rein, elegant. Das kann man so machen. Es konnte nur ein Mann dieses Spiel entscheiden und es war natürlich vorhergesehen, dass es Branimir Rigotta werden würde. Ich habe den einfach zu viel kritisiert. Ich habe den viel zu sehr runtergeredet und da macht er so einen schönen Lupfer. Im Endeffekt zum Siegtreffer, im Endeffekt als Man of the Match, ich weiß es nicht. Zum 3:2 gewinnen dieses Spiel dementsprechend, haben auch verdient gewonnen, würde ich mal so behaupten. Und ja, das Team insgesamt, das ist halt nur eine gewisse Frage, ne? Wir hatten halt Rigotta im Sturm, wir hatten Tusky, wir hatten Akifeev, das war nicht Rolling Wasted, aber ich denke mal 7,0 kann ich vertreten. Das sind schon drei krasse Abzüge, aber es ist halt Defensive, Offensive, nicht Rolling Wasted. Und dementsprechend geht 3,0, denke ich mal, klar. An sich grundsätzlich die Zehner alle okay, sowohl Wijnaldum kann da spielen, als auch Forsberg, Ibra sowieso. Die Sechser mit Can und Matic auch sehr gut, Rechtsverteidiger Basta ist auch vollkommen okay, Linksverteidiger haben wir Roberto Carlos, das geht auch, Innenverteidiger Ivanovic geht auch, der andere halt nicht und ja, aber denk mal 7,0 ist in Ordnung, das war's von dieser Episode, ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal kostenlos, ihr würdet mich riesig damit unterstützen, ich würde mich extrem darüber freuen, wie gesagt, schreibt in die Kommentare Vorschläge für die nächsten Episoden für YouTuber und wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder, ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag, passt auf euch auf, bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.